immer jetzt, da kann man spoilern, ist ein paar Tage her, Nightcrawler und Ramon. Ja, dann schauen wir mal, wer von beiden sich hier durchsetzt. Geht wieder auf heute an und kommt gleich 8. Wir schauen mal, jedenfalls auch nochmal ein Danke an unsere beiden Tracker, Glazy und Nervendolch. Und ja, los geht's. Oh, guten Abend, sorry, man hat dich gerade ein bisschen, ich habe dir das ja auch geschrieben, habe ich gerade ein bisschen schlechter verstanden. Einen wunderschönen guten Abend. Und deshalb wusste ich jetzt nicht, wann ich einsteigen soll. Ja, der Anfang ist irgendwie manchmal ein bisschen verhackselt. Dann sage ich aber auch hier nochmal Hallo an dich und Hallo an unsere beiden Tracker. Ja, guten Abend. Und natürlich Hallo an die Zuschauer. So, ja. Halbfinale, Gegner von Nightclaw und Ramond wird gesucht. Jo. Titus und Ascent oder Brogo und Magno, wer wird sich hier durchsetzen? Auf jeden Fall haben wir eine schöne Verteilung. Oben Onkel, unten der Start ins Dorf. Eine Meierkey. Den jetzt nicht gebraucht, aber ein Hookshot. Hookshot ist natürlich nice. Mhm. Ah. Falls ich ein bisschen leise, weil ich musste mein Mikro noch gerade umstellen. Das hatte ich noch in seiner etwas zu weiten Position. Ja. Titus sucht hier wohl noch irgendwie Bomben zu finden. Dauert auch welche. Kommt. Hat sich die Arbeit doch gelohnt. Ja. Kira Drop. Was will man mehr? Und Magno ist aber auch nicht weit gegangen, oder? Nee. Auf seinem Weg oben. Doch früher abgebrochen. Holt sich jetzt den Hookshot ab eben. Ja gut. Hookshot ab, dann zur South Shore, während Progor Kakariko angeht. Ja. Ja, aber zu dem Hookshot aber bisher noch nicht so das ein ganz raffinierte Item. Ein GT Small haben wir gesehen, ein Meyer Small, glaube ich. Also noch nichts irgendwie Weltbewegendes. Ja, eine Lampe macht uns zumindest bald in der Logik so manche Sachen auf. Mhm. Aber interessant, dass Magno hier doch ein sehr, sehr frühes Castle-Play macht. Mhm. Gerade, weil hier dann die Logik ein wenig gebrochen wird, aber das kann man verschmerzen. Oh, und wir haben unseren Spiegel gefunden. Mhm. Plus ein Potkey und ich glaube Desert Speak, oder? Ja. Es sind dort ein Schwert. Habe ich anscheinend gerade übersehen. Ah ja, stimmt, da war der Igel. Ja. Es sind schon Master. Okay. Das geht schnell. Jo. Ja. Schnelle Schwerter, schnelle Lampe. Guck mal, ob Castle Kies kommt. Falscher Tower. Ja. Ah, okay, da war das erste Schwert. Ja. Ja. Castle Tower war jetzt noch nirgends ein Key, glaube ich, ne? Ich glaube nicht, nee.
Das Buch. Ja, es könnte auf der linken Seite ein bisschen liegen bleiben, je nachdem, was die Runner machen. Wobei ich gar nicht weiß, ob Ascent jetzt gleich noch viele Alternativen hat, wenn Titus jetzt die Eastern Area absucht. Nee, ja, eigentlich nicht viele. Hera Green Pendant. Heißt, der schöne, billige Zugang zu GT bleibt außen vor. Ui. Aber uiuiuiuiui. Flöte und Handschuhe. Ach, da hat er einiges gebunkert. Die Moon Pearl ist auch schon da. Ah, da hat sich der Traum vom Agarplay doch wieder ein bisschen ausgeträumt. Da fehlt uns nur noch ein Hammer. Oder Mitz. Oder die. Ja, und wir haben natürlich jetzt auch schon einen relativ attraktiven Berg-Access in der Logik. Hört der Rock Big? Ah, kein Dungeon, den man besuchen möchte im Modus. Ja, haben ja nochmal kurz zur Erklärung, ein Duality, jedes Teammitglied hat ein Ziel zu erfüllen, eins muss das Pet ziehen, eins muss einen Fünfer fest Gen legen und ja, GT-Zutritt gibt es mit einem Crystal. Magno macht den ersten Kasse-Tower-Check mit Bomben. Das ist interessantes Play jetzt. Ja. Könnte es je nachdem mit den Handschuhen und der Lampe doch ein bisschen länger dort liegen bleiben. Auf der linken Seite, da sich jetzt andere Alternativen aufgetan haben. Aber es ist nur ein wertloser Kompass. Hat natürlich jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber gut. Andererseits, jetzt ist es zumindest aus dem Kopf. Magno war ja eh da. Jetzt darf halt nur nichts in der zweiten Kiste sein. Weil die liegt jetzt äußerst unattraktiv. Essen scheint auch das Schloss anzupeilen. Ja. Weißt du, wo genau die Moon Pearl war? Nee, ich hab's mich auch schon gefragt. Drogo hat's auch. Ice Rod Cave. Ich glaube, da hatte ich irgendwas anderes gesehen. Ich würde jetzt aber auch nicht meine... Im Dorf, in Kakariko wird geschrieben. Ah, okay. Danke dafür. Ja, es ist schwierig, bei vier Leuten da genau zu folgen. Eine Taverne. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob Titus gleich auf den Berg geht mit dieser Einladung. Ich denke mal schon. Ich meine, wir haben den Spiegel, wir haben den Hookshot. Ja. Da ist so viel möglich. Ist natürlich ärgerlich, wenn Essen sich jetzt das Buch holt und Titus auf den Berg geht und das Tablet nicht checken kann. Ja. Gibt dann gleich sicherlich so ein kleines Och nö. Wenn Ascent das in der Truhe ausgräbt. Ja. So, mal schauen, was unser zweiter alter Mann im Spiel hat, nachdem der erste doch einiges gelagert hatte. Der hat nur Liebe.
Andererseits, in dem Modus ist ein Herzcontainer gern gesehen, weil das sind so Sachen, die da kann es im Endgame doch ein bisschen mangeln. Ja, definitiv. Wenn man die ganzen Herzteile liegen lässt. Ja, Nervendolch sagt gerade, Magno wird safe Desert spielen, genau wie Ascent, das denke ich auch, weil allein schon zwei Leute auf dem Berg wäre Quatsch, ne? Ja. Man will ja möglichst viel Verschiedenes machen, um es mal so zu sagen. Genau, im besten Fall läuft man sich quasi nie über den Weg. Ja. Uff. Ui. Oh, ui. Steckt hier ganz fies, fies fest. Ah, oh, das ist... Das war unlucky. Herr beginnt mit nichts. Aber Ascent spielt dann auch doch von Truhe 1 im Castle Tower, aber findet dann natürlich auch nichts. Schauen, ob Hera was für uns noch hat. Ein Quake. Schauen wir mal, ob wir es brauchen. Ein Ding, schauen wir mal, ob es Crystal oder Pendant ist. Also Hera ist Pendant, oder was meinst du? Ach ja, war Green Pendant, ne? Genau. Ja, stimmt, stimmt. So, da haben wir nach knapp 11 Minuten 40 Sekunden den ersten Bossfight des Abends. Und kurzer Prozess. Ach, SN geht jetzt die Flöte aktivieren, hier oben ist er auch noch. Magno hat einen Bogen gefunden. Oh, der ist natürlich mit seinen zwei Dungeons doch sehr wichtig und wird oft lange gesucht. Ja. Aber auf der Soraledge, soweit ich es gerade gesehen habe, nichts Wichtiges. Nee, ne Map. Um Vicky auf der Desert Ledge. Ja, wir haben Tiefsaunen. Ich weiß, hab gerade nicht gesehen, ob es Small oder Big ist. Small. Was Small, ja. Oh, definitiv einer, den man im ersten Besuch gerne dabei hat. Und. Ja. Ah. Aga vorbei. Ja, und Tiefstone ruft fast schon, aber ja. Noch brauchen wir natürlich auch den Big Key. Ja. Maya Big in Desert. Und noch ein Big auf der Torch, okay. Jetzt ist die große Frage, Cloud Magno? Aber andererseits, er kann abschließen, warum sollte er klauen? Ja. Und das Ether, damit sind alle Medallions schon mal vertreten. Definitiv keine Medaillenhand. Die ersten Dark World Checks haben auch nichts.
in der Super Bunny Cave. Schauen, was Hookshot hat. Ja, aber es wäre spannend gewesen, wenn Hera jetzt ein Crystal gewesen wäre, dann hätten wir aber schon den maximal frühen Zutritt zu GT. Ja. Auch wenn da nicht viel möglich gewesen wäre. In einem Map auf Floating Island, glaube ich. Müsste ich auch gesehen haben. Ist natürlich eine Überlegung, nimmt man die jetzt mit oder nicht, weil die Maps hier auch natürlich irgendwie wichtig sind. Mhm. Ice Palace Pendant haben wir gerade kurz gesehen. Ah. Also 2 von 3 Pendants wissen wir schon mal. Und Ice Palace wäre mit dem Hammer auch schon abschließbar, ne? Ja. Zweiten Potkey in Hookshot Cave oder hat man noch einen? Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, logisch kommen wir noch nicht hin, aber... Könnte ein, sobald der Hammer auftaucht, ein valides Ziel sein. Er sagt der erste Crystal beim Magno. Heißt natürlich, Magno könnte dann auf dem Berg sich die Mits holen und auch GT betreten. Oh, und am Ende der Spiral Cave liegen die Boots. Ja, ja. Das ist auch schon ein kleiner Trollversuch vom Seed. Ja, dank an Glacy, wir haben sogar schon 3 Potkeys. 3 schon. In Hera lag auch einer. Ja, und wir sehen den ersten Blick in die Maya Area. Oh, das mit denen ging mir zu schnell. Ich glaube, das war Quake, aber ich bin mir auch nicht sicher. Das war wirklich schnell. Und da ist aber der Hammer. Uiuiui. Jetzt haben wir natürlich... Ja, ich sag mal, wir haben schon reichlich Items gefunden. Ja. Ich sag mal, wir brauchen noch... Eventuell... Ein Rod. Vielleicht beide. Wir brauchen zum Maria. Zum Maria vielleicht. Die haben den Maya Big schon. Mhm. Zum Maria, ja. Und jetzt sehen wir auch, was auf der Torch für ein Big ist. Ah, Skywoods. Ja, das ist der, den man nicht will. Ja. Also die Unique-Items liegen hier deutlich vor den Small-Keys gefühlt. Ja. Was Verfügbarkeit angeht. Es ist natürlich auch verdammt viel Grün mit den Mits und Handschuhe, Boots, Spiegel. Mhm. Na, jetzt müssen sie echt sich schon absprechen, wer geht jetzt wohin, was lässt man erstmal liegen, was dann doch zu unattraktiv ist. Ja, Titus klaut jetzt den Key aus Desert. Könnte jetzt so das erste klare Anzeichen dafür sein, dass da schon die Entscheidung für Pet und Gen-Spieler geklärt wurde. Denn letztlich hat Ascent ja, hat Titus ja schon seinen Pen. Aber es wurde noch nicht abgegeben, oder? Nee. Ich glaube, noch war niemand in der in der Eastern Area, oder? Bis auf Sascha. Sascha haben sie gemacht, sonst nichts an. Wäre natürlich zu einem weiten Teil besuchbar, noch nicht abschließbar. Da will man sich dann vielleicht dann doch den Doppelbesuch möglichst weit hinauszögern. Ritos betritt Maya. Small Key haben sie, glaube ich, auch gefunden für Maya, ne? Den Big Key. So.
Einer war definitiv dabei, ein Small. Ja. Also ich sag mal, über Bewegungsfreiheit kann man sich in dem Seed echt nicht beschweren. Nee. Boots, Flöte, Hookshot, Spiegel, alles da. Reicht eigentlich ein Small Key für Maya aus, ja, ne? Müsste. Also gerade wenn man Go-Moden will, oder meinst du... Nee, jetzt für Titus, um da alles bis auf Witty zu machen. Also ich glaube schon, bin mir jetzt nicht mit der Key-Logik so hundertprozentig drin, spiel ich zu selten Key-Sanity. Es reichen sogar null. Null? Ja. Also alle Keys, die man braucht, findet man auch unter den Pötten oder den Gegnern. Oh, das tempert. Hype Cave. Und damit dürfte es auch für den Gen-Spieler ein sonderlich großes Problem werden. Da geht es dann jetzt auch nur noch für den Komfort. Okay, ich habe gerade Pot und Eastern gelesen, oder? Ich habe gerade einen Schluck getrunken in dem Moment. Also Eastern definitiv, ja, Pot auch. Okay. Pot auch, Pot und Eastern, okay. Okay, das liegt ja schön nah beieinander. Gerade mit dem Spiegel, Hammer. Ja. Fehlen uns echt auch da nur noch ein paar Keys. So, Stumpy hat nur Geld. Aber wenn Ascent dann die Crystals macht, dann brauchen wir noch ein paar Herzen. Ja, das ist dann wirklich wieder die Sache, wenn die Herzteile liegen bleiben. Ja. Macht er das Bombos-Tablet? Wir haben immerhin schon eine Gu, beziehungsweise eine Bottle. Aber... über 3-4 Herzcontainer wird man sich sicherlich nicht beschweren. Hey. Oh, Flippers auf dem Bombos-Tablet? Ui. Ja, da hat sich nochmal ordentlich was aufgemacht. Und Ascent will da wahrscheinlich direkt hin. Ein Check ins Bomb könnte er mal. Okay. Ja, geht doch erstmal. War hier noch irgendwas? Ah, stimmt, Swamp ist ja durch den Key abgeriegelt. Ja. Und für den einen dauert es lange. Da ist man noch nicht verzweifelt genug. Ascent hat kurz überlegt, wo ich mir das Herz leihe, aber nee, bin er doch nicht. Auch diese 5 Sekunden sind zu viel investierte Zeit. Ja. Aber wir haben ja natürlich auch im Halbfinale ein entsprechendes Niveau, wo sich alles in Sekunden entscheiden kann. Ja, definitiv. Oh, und Magno betritt jetzt gleich GT. Ja, sind wir mal gespannt. Ja. Natürlich von der Itemdichte her mit Abstand der größte Brocken. Ja. Aber es wäre auch nicht das erste Mal, wenn am Ende gar nichts Wichtiges hier drin liegt.
Magno hat Silvers. Wo hat denn der den zweiten Bogen her? Ist mir auch gerade aufgefallen in dem Moment. Oh. Ich rieche ein Fetch-Quest. Ja. Wir haben den Pilz. Bitter für Brogor. Er kann die Flippers nicht holen. Obwohl er gerade die Purple Chest abgegeben hat. Ah, wobei er war auch nicht mit dem Spiegel da. Ach so, kein Buch. Hätte nicht zurückspielen können. Genau, fehlt das Buch dafür. Müsste aber Ben sowieso nochmal hingehen. Da er nur schnell geflötet war. Ja. Um jetzt nach Thiefstone reinzugucken. Oh, Vicky für Pott. Hallo an Faker Juniors, Raider. Abend. Wir haben das zweite Halbfinale im Koop-Turnier. Noch ist alles ziemlich offen, vor allem die Welt. Hier lässt sich noch nichts erkennen, in welche Richtung irgendwas gehen könnte. Bei Magno scheint jetzt aber auch... Oh, ah, okay, Thiefstone. Und Potpick, also GT ist schon mal wichtig. Ja, das ist der Key Dungeon. Ja. Bleibt natürlich noch so ein bisschen. Es ist ein Best of One. Also hier ist Do or Die. Der Sieger zieht ins Finale ein gegen Nightclaw und Ramond. Sicket hat nur Liebe. Jetzt ist es. Ich meine, bei Pot wissen wir, dass es ein Crystal ist, aber bei Thiefstone. Naja, da wissen wir es noch nicht. Wenn das jetzt der Pendant ist, müsste da natürlich der Pendant-Spieler nochmal ein gutes Stück in GT rein und sich auch vorher erstmal noch ein Crystal besorgen. Ja. Das kann schon sehr unangenehm sein. Aber Ascent geht jetzt anscheinend auch noch GT. Denn an sich itemtechnisch liegt hier nichts für den Pendant Player. Nee. Stand jetzt. Und Schwert. Noch ein Schwert. Ui. Kann Brogo also sich später gegebenenfalls entscheiden, ob er noch ein Goldschwert haben wird. Aber ich denke nicht, dass er sich das abholt. Titus hat gerade Thiefstone Map gefunden. Jetzt check das. Ist es ein Crystal? Ja, damit, soweit ich das gesehen habe, spielt GT keine Rolle für den Pendant-Player, oder? Ja. Erstmal nicht, würde ich sagen. Kann natürlich immer noch sein, dass irgendwie im Back of Thiefstone oder so irgendwas steckt. Ja. Aber ich sag mal, für Ice Palace brauchen wir jetzt nicht nennenswert irgendwas. Außer natürlich, ja gut, ne Bombos haben wir. Ja, eigentlich braucht man dann nichts mehr. Aber ist eh egal, jo. Ja. Und dann gegebenenfalls halt ein Swamp Small. Oder ein Fire Rod für Skullwoods. Ja. Das sind ja eigentlich die letzten bleiben. Ja, Turtle Rock kann es natürlich auch noch sein. Könnte ein schneller Seed werden, je nachdem. Mhm. Catfish hat nur Geld. Mal gucken, was der andere Fisch hat. Warum hat Titus jetzt Waterfall nicht? Ach, der hat. Ach so. Ja, keine Flippers. Jetzt lässt er den Bogen liegen. Ah. Ja, gut, das ist natürlich in dem Fall ärgerlich, wenn keiner von beiden das Wissen über den Bogen hat. Ja.
Mal gucken, solange wie Ascent jetzt hier auch erstmal noch beschäftigt sein wird, kann der lange liegen. Mhm. Sehr lange. Magnum geht als erstes in Pot rein. Das wäre der zweite Crystal dann. Kann er abschließen. Den Big hat er ja. Mhm. Ah, so ein bisschen mal gucken wir mal, ob. Na gut, er hat 3 Keys. Er kann also auch noch ein bisschen erkunden. Und sich einen Key aufsparen für den Boss. Oh, okay, er geht luxuriös. Mir ist aber auch gewundert. Ja, ich meine, er hat alles, um über die Right Side zu gehen. Hat vielleicht gar nicht das Verlangen, unbedingt jetzt abzuschließen. Da geht vielleicht dann doch noch die Erforschung vor dem Bossfight. Ja. Pyramide haben wir auch noch gar nicht gesehen, oder? Nee. Komm. Haben wir aber auch nichts verpasst. Na, Titus hat einen Castle Tower Key gefunden. Ah. Gucken wir mal, was die zweite Chest für uns hat. Essen macht gleich die Armor Knights natürlich ohne Bogen, ist auch unangenehm. Ah, kann zumindest mit Sword Beams arbeiten. Ja. Ah, jetzt habe ich bei Titus nicht hingeguckt. Ich wollte so sehr wissen, was die zweite Chest hat, und dann im entscheidenden Moment gucke ich den Amos Knights Fight an. Ah, jetzt macht er aber die Water Checks. Jetzt holt er sich gleich den Bogen. Also gehe ich mal von aus. Nee, Ice Palace. Auch gut. Wäre natürlich ein bisschen bitter, wenn sich am Ende wirklich an diesen Bogen entscheiden sollte. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Titus danach. Ich meine, er ist vor dem Connector. Aber er kann ja Flippers. Ach, stimmt, ja. Stimmt, er müsste. Ja, gut, er kann sich natürlich nochmal zur entsprechenden Location flöten. Es ist schnell gecheckt, natürlich. Aber es ist jetzt auch nicht das ultimativ lukrativste direkt im Anschluss. Nee. Zumal hier auch noch irgendeine Ablenkung kommen kann. So, Magno ist dann jetzt doch zum Boss durchgegangen. Jo. Also, weil man jetzt unbedingt diesen Key ausgeben wollte. Okay, man kann sagen, hinten die Keys sind ja teilweise hinter 6 Keys in der Logik versteckt, aber. Er hat jetzt halt gezwungenermaßen was liegen lassen, weil er durch die mittlere Tür gegangen ist. Er hat ja noch einen Small Key sogar. Ja gut, er war ja hinten, glaube ich, noch gar nicht. Big Key Chest ja auch noch nicht. Und ich meine, an Stark U und ans Labyrinth kommt er auch so. Ja. Aber die anderen beiden. Spycave bei Ascent. Hat auch mittlerweile seine Herzenanzahl doch deutlich hochgeschraubt. Ja, das ging schnell. Ein Bogen lag in Waterfall, und über den zweiten haben wir uns auch gewundert.
Ah, der ist irgendwie aus dem Nichts aufgetaucht. Ja. Vor allem dadurch, dass er auf der linken Seite auch noch nicht aufgetaucht ist, muss er wirklich sehr versteckt gewesen sein. Ah, Sascha hat ein Meyers Maul. Ja, danke für nichts. Ja. Ahobo. Okay, beide Bögen flippern. Ja. Und das Team, das die Flippers kennt, hat keinen der beiden Bögen. Ja, jetzt ist die Frage, wann machen sie die Waterchecks? Weil Zora und Catfish haben sie schon gemacht. Mhm. Ah. So, Magno. Auf dem Weg zum dritten Crystal. Mhm. Was Sebek von Thiefstown für uns hat. Ja, ich sag mal, crystal-mäßig ist Magno hier schon sehr gut unterwegs. Ja. Da ist Ascent erst bei einem, ist jetzt aber ebenfalls in Thiefstown. Und Titus und Brogor holen sich beide in nicht allzu ferner Zukunft ihren ihr zweites Pendant ab. Gerade Titus. Mhm. Oh, dann bleibt noch die Suche nach dem letzten Skywoods. Turtle Rock oder Swamp. Ja. Ich meine, der Pendant Turtle Rock wird sich ja so oft gewünscht. Boah. In diesem Turnier. Schlägt jetzt seine große Stunde. Das hat jetzt sein zweites Pendant. Aber ich glaube, ansonsten hat Ice Palace sich nicht gelohnt. Also glaube ich, war jetzt nichts. Aufgefallen ist mir zumindest nichts. Fire Out beim Freezer Room. Mit oh, okay. Gut, da oh, okay. Haben wir doch was für einen Player Wichtiges dann doch dabei gehabt. Vermutlich Wichtiges. Weil ja, wenn man Skywards abschießen kann, das ist keiner, den man liegen lässt. Ja. Skywards wissen wir ja noch nicht, was es ist, glaube ich, ne? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Ja, genau, stimmt. Das ist einer unserer drei möglichen Pendants. Wenn das jetzt natürlich Pendant wäre, könnte Titus rein theoretisch spiegeln, abschließen. Mhm. Das wäre natürlich schon ein maximal frühes Ende. Ich weiß jetzt nicht, wo der Rekord im bisherigen Turnier liegt, aber ja, und wir haben den Somaria auch. Das heißt, Meyer ist auch abschließbar, ja. Mhm. Ja, dann wäre Meyer der nächste Crystal, ja, der abschließbar ist. Ja, dann bleibt auch da nur noch die Suche nach einem Eastern Big Key. Oder
Gegebenenfalls müsste Magnus sich den Fire Rod holen, wenn sich Skull Woods jetzt gleich das Crystal entpuppen sollte. Dann könnte es wiederum für den Crystal-Spieler sehr, sehr schnell gehen. Ja. Also von den Pendant-Spielern ist Titos ein kleines Stück voraus, von den Crystal-Spielern ist Magno ein kleines Stück voraus. Das könnte noch interessant werden. Ja, es ist wirklich... wahrscheinlich Magno den kleinen Ticken weiter voraus. Und jetzt die große... Es ist ein Crystal. Es ist ein Crystal, jo. Okay. Kann jetzt natürlich Titos nicht viel mit anfangen. Ja, gut, er muss sich jetzt schnell den... Fire Rod holen. Und ist schon auf direktem Weg dahin. Ascent könnte natürlich jetzt dann wirklich nach Ice Palace spiegeln und Waterfall den Bogen holen. Oder Hobo. Er hat ja die Flippers. Wäre auch für ihn auf jeden Fall zu empfehlen. So, und geht Titos jetzt hin? Will er nach GT, aber da war doch für Pendant-Spieler eigentlich jetzt erstmal nichts relevant. Oder will er in Turtle Rock reingucken? Ah, ne, er hat nicht den Somaria. Nee. Oder lag noch hier in irgendeiner Kiste was? Er hat den Hera's Maul, glaube ich. Aber, okay. Ja, aber da geht ja. Er nicht über die rechte Seite, oder? Ja, stimmt. Ah, er will den Somaria haben. Oder? Der Somaria ist ja ein Thief. Ach so, der Thiefstone Big war in GT, ne? Uiuiui. Hat er wissen, dass Turtle Rock pennt ist oder spekuliert er jetzt darauf? Ich weiß es nicht. Kostet natürlich, der Somaria kostet jetzt natürlich ein bisschen Zeit. Nein, natürlich ist Turtle Rock auch itemtechnisch relativ dicht. Das heißt, da könnte natürlich dann der entsprechende Pendant-Zugang drin liegen. Das heißt dann eben der Swamp Small. Oder es ist halt Turtle Rock selbst. Ja gut, im Endeffekt ist es eine 50-50 Entscheidung, ob der Somaria benötigt wird oder nicht. Ja. Da kann man es dann doch verstehen, dass man das dann lieber abklären will. Macht jetzt Meier, hat sich aber glaube ich auch gerade den Fire Rod geholt. Ja, aber ich wollte mich gerade, habe mich gerade gewundert, ob er den doch nicht geholt hat, aber muss ja eigentlich, das wäre ja. Ja. Ah, okay. Das heißt, Essen macht jetzt Meier, macht dann Sky Woods, hat dann seine vier Crystals, ja, und dann fehlt ihm eigentlich nur noch der Bogen. Aber den hat er jetzt wieder liegen gelassen. Den hat er wieder liegen lassen, ja. Was gleichzeitig bedeutet, dass er hier auch nicht Go-Mode-mäßig durchrushen kann. Ja. Im Vergleich zu Magno. Der macht hier nur das Nötigste. Ja. Und das ist eben die eine Chest auf der Brücke.
Danach wird er wohl sein Fire Rod schnell holen. Mhm. Ja, Ascent wird ja danach dann Skywoods machen. Dann bin ich gespannt. Tidus holt sich jetzt den Somaria. Er ist natürlich auch schön weit hinten, ne? In der Big Chest. Ja, es riecht auf jeden Fall sehr nach einem Silver's Fight für Gen, weil ich denke, wenn er Ascent einen Bogen findet, wird er nicht noch nach dem zweiten suchen. Richtig. Gut, er hat das Butterschwert. Macht es nicht ganz so dramatisch. Ja. Aber im Endeffekt kann das dann doch einen guten Unterschied machen, wenn Magno mit seinen Silvers da reinstürzt. Doch, Witty ging natürlich jetzt um relativ, obwohl ja gut mit Butter auch, aber. Oh, ah ja, stimmt, er braucht ja noch sein Fire Rod. So machen wir. Ja. Ach so, aber Magno, ja. Ja, Magno. Fire Rod, ja. Ja, Progo hat sich jetzt gerade auch sein Tiefstone Big Key abgeholt, den der Titus gerade eingesetzt hat. Ja. Könnte man also sagen, im Prinzip einmal den Weg zur Big Chest ist Titus hier vorne. Und Turtle Rock ist das letzte Pendant. Ah, okay. Damit ist der Swamp Small auch komplett irrelevant geworden. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Turtle Rock Keys sie insgesamt haben. Also Brogor müsste mit dreien durchkommen können. Haben ist halt jetzt die Frage, wo der Ice Rod ist. Ja. Ja, denn stimmt, klar. Da hat man wahrscheinlich lieber dann doch noch einen vierten. Ah, Titus versucht sein Glück. Haben wir die gute alte Ice Rod Hand. Jeder liebt sie. Ja, Ice Rod in Swamp, das wäre natürlich die Krönung des Unangenehmen. Ja. Am besten noch irgendwie mit einer Schaufel dazwischen. Ah, Turtle Rock ist natürlich jetzt mutig, aber die suchen ja auch noch einen Bogen eigentlich, ne? Ja, das ist so gerade das, was Titus und Ascent ein bisschen das Genick zu brechen droht. Dass ihnen jetzt dieser letzte Crystal Dungeon gleich fehlt. Ist natürlich auch gemein, dass beide Bögen bei dem Watercheck sind. Okay, Magno hat sich auch noch eine Bottle rausgeholt. Spielt das also doch schon noch nicht zu riskant. Vitos spielt jetzt gleich die Right Side in GT. Die haben wir noch nicht gesehen. Okay, wo wollte er gerade mit Splash Legion hin? Okay, warum hat er sich jetzt noch die Biene geholt, wenn er jetzt sowieso... Also ich hätte verstanden, wenn er jetzt noch schnell sich eine Goo gekauft hätte. Mhm. Aber jetzt extra für... Oder war es eine Fairy drin? Dann will ich nichts gesagt haben. Dachte, ich hätte eine Biene gesehen, aber wenn es eine Fairy war, dann... Ich bin mir da auch nicht sicher. Ah, er hat den Check gemacht, weil Brogor den nicht gemacht hat. Ah, okay. Ja gut, das ist natürlich dann auch verständlich, bevor man sowas am Ende
liegen lässt, wäre das jetzt der Eishort gewesen. Für Magno geht's gleich wahrscheinlich Richtung Ganon. Mhm. Für Ascent geht dann der Bogenhand los. Ja, wie schnell kommen sie auf die Watershed? Ich meine, es war ja noch überhaupt niemand in der Ecke. Oder war Titos bei Zora? Ich weiß gerade nicht, wer bei Zora war. Titos hat Catfish mit Zora verbunden. Ah, okay, gut. Ne, dann ist zumindest dieser Check raus, beziehungsweise die beiden Checks. Aber er könnte natürlich, wenn Essen sich jetzt entscheiden sollte, ja, ich gehe schon mal Richtung Pott, könnte er natürlich Hoburg unterwegs mal eben kurz mit. Ja. Nee. Es ist halt schon irgendwo ein bisschen absurd, dass halt derjenige, für den die Waterchecks in Logik sind, der macht sie nicht. Ja. Und zieht jetzt dann doch lieber Pott vor. In der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas rauskommt. Könnte jetzt natürlich der Swamp Small liegen. Hinten. Ah, nee. Hatte Magno jetzt Pott komplett geklärt? Nee, ne? Also, er war so weit hinten, aber er hat nicht die Big Key Chest und den Harmless Hallway nicht. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, zumindest potenziell zwei Locations, die wir auch noch nicht kennen. Ja gut, aber bis er die jetzt macht, dauert es auch wieder ein bisschen. Wenn er die macht überhaupt. Ja, er hat nur ja. Zwei Keys. Das ist ja. Und einen wird er sich übrig lassen wollen. Und Titus hat dann noch überhaupt kein Wissen darüber. Ja. Aber ich dachte gerade, Ascent geht auch durch die Mitte. Also dann hätte ich aber... Dann wäre ich aber böse geworden. Ja, das war purer Luxus von Magno. Aber wirklich. Ascent muss ja natürlich dann mit dem Potion Glitch arbeiten. Aber der funktioniert auch. Und schon geht die Tür auf. Hilft ihm aber nichts. Nee. Wenn es für Helmer gehen soll. Ja, dann ist jetzt noch die große Frage, wo taucht der Ice Rod auf? Ja, Magno natürlich jetzt mit klarem Vorsprung zu Ascent wegen dem Bogen. Ist aber schon lustig, wenn links der Pendant-Spieler und rechts der Crystal-Spieler gleich relativ zeitnah abschließen zueinander. Und jeweils anderen noch ihren Weg suchen. Weil Brogor sollte jetzt eigentlich auch alles haben. Ja. Ja, nee, der Ice Rod, ne? Ach, stimmt, ja, klar, der Ice Rod fehlt ja noch. Ja gut, stimmt, den braucht Titus natürlich auch. Er ist jetzt ja noch sehr hoffnungsvoll unterwegs, den überhaupt zu finden. Ja, die beiden werden sich jetzt hinterherlaufen. Brogo hofft das Gleiche. Ja, viel mehr bleibt auch nicht mehr, würde ich sagen, ne? Nee. Ja, entweder ist es hier oder hier ist irgendwas, was uns was Neues aufmacht. Ja, richtig. Ich wollte auch gerade sagen, Eastern hat natürlich noch keiner betreten. Ja, stimmt. Auch schon irgendwo ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Dass auch von vier Spielern absolut niemand nach Eastern will. Magno ist durch, aber der Timer läuft. Genau. GG's an Magno. Gucken wir gerade die offizielle Zeit. 53:50. Das heißt, an der Zeit müssen wir uns jetzt orientieren. Das wird ja. Jetzt werden jetzt Titus und Ascent irgendwann auch mitbekommen. Und dann beginnt da natürlich der große Druck. Beide werden sich fragen, wer hat hier von beiden
was übersehen für sich. Ja. Ist es der Eissort? Ist es der Bogen? Wir wissen natürlich, dass es der Bogen ist. Mhm. Der noch nicht mal tief versteckt war. Das ist ja irgendwo das Bittere für Titus und Ascent. Das ist wirklich einfach unheimlich früh erreichbar auf jeden Fall. Ja, und wer weiß, ob der Eissort nicht am Ende jetzt auch noch in Eastern in der ersten Chest liegt oder so. Nee, Titus hat den Eissort. Oh. Bedeutet aber im Umkehrschluss, dass Brogor den genauso finden wird? Genau. Und ja, das wird jetzt extrem schwer. Essen hat den Swamp Small gefunden jetzt gerade. Erste Chest in Eastern. Boah. Das heißt jetzt, er kann auf den Bogen verzichten. Ja. Aber er müsste aber letzten 10 Minuten aufholen nachher. Das ist. Ich meine, wahrscheinlich Titus kommt hier. Weiß nicht, 3 Minuten oder so wahrscheinlich vorher aus Turtle Rock wieder raus. Ja. Weiß, wie schnell bekommt Ascent hier den Gomod Swamp hin? Ja. Ja, aber dann natürlich der Silverless Ganon. Ein bisschen länger dauert er halt gerade. Ne? Deswegen, also es sieht nicht sonderlich gut für die linke Seite aus. Rhinex mit dem Eastern Big. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wo der Ice Rod war. Also ich meine, hier war er nicht in der Mimic Cave. Wahrscheinlich dann in der Big Chest oder nächsten. Oder war es jetzt die erste auf der Laser Bridge? Da hatte ich jetzt nicht mehr hingeguckt. Hier war es nicht. Laser. Okay. Erste Chest Laser Bridge. So, und auch Titus bekommt jetzt bitte seine GGs von euch. Ja, GG an Titus. Mit einer Zeit von 57,26. Genau. Und 3,5 Minuten Unterschied. Na? Könnte der Silverless Fight am Ende wirklich eben so die Sekunden zu viel sein? Ja. Auch wenn Ascent jetzt schon auf einem sehr guten Weg ist. Aber dennoch. Also ich sag mal, auf der linken Seite muss man jetzt dann doch schon hoffen, dass Brogor irgendwie jetzt noch ungünstig von Trinix gelegt wird. Ja. Ansonsten ist es doch das Spiel von Brogor jetzt noch aus der Hand zu geben. Ja, es ist zeitlich jetzt gleich der Fußweg Richtung Pet gegen Ganonfight. Mhm. Da ist dann wahrscheinlich der Fußweg doch ein gutes Stück schneller. Muss jetzt schon in den Lostwoods eine Straßensperre kommen oder so. Ja, und da ist auch Trinix schon erledigt. Ja. Ja. Und ich meine, er kann jetzt direkt hochrennen. Mhm. Ja, gut, aber Brogor, ja, nee. Muss ja auch noch 3,5 Minuten Unterschied irgendwie gemacht werden.
Wir gestehen Brogor mal zu, dass er den Weg noch kennt und sich nicht verläuft. Und von daher vermutlich Brogor und Magno ins Finale einziehen werden. Ja. Da kann man jetzt auch keine Spannung mehr aufbauen. Nee. Das ist jetzt eher schon der Triumphmarsch. Aber ich meine, letztlich haben wir mit allen vier Racern hier eine Durchschnittszeit unter einer Stunde. Also ja, das ist schon alles sehr, sehr stark gespielt. Und ja, definitiv. Und es war auch ein relativ wohlwollender Sieg, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das kann man sagen. Und damit auch die GGs an Brogor und die GGs insgesamt an das Team. Auf der rechten Seite, es müsste die Pion Disaster Crew sein. Ja, richtig. Laut Race Room manchmal. Ist ja nicht ganz sicher, der Race Room, aber. Hallo. Auf jeden Fall haben wir da auch schon unsere Sieger. GGs zum Finaleinzug. GGs. Dankeschön. Danke. Ja, wie fühlt ihr euch? Ja, ich muss Magno nicht verhauen, also alles gut. Ja, Boots im Buch vergessen, easy. Ja. Ja, gut, die Boots lagen aber auch ein bisschen demütigend am Ende von Wait, zwei bei denen ist der Pendant-Spieler als erstes durch gewesen. Ja. Ja. Der Ascent und Titos haben beide keinen Bogen. Wahrscheinlich, wow. Wahrscheinlich war Titos eher in Ice Palace als ich und hat dann die Fireheart gekriegt, I guess, und hat dann wahrscheinlich Skywards into GT gespielt? Welchen fünften Dungeon hat er dann? Swamp. Swamp, ja. Er hat den Swamps. Der Swamp Small war in der ersten Chest in Eastern. Und die Flippers? Die Flippers sind auf dem Bombos Tablet. Ja, okay, die sind tot, die findet man nicht. Ja. Naja, Ascent hat sie, aber er hat sie nicht benutzt. Ja, er hat nicht. Also wenn Progression in Swamp liegt, hätten wir das richtig doll verloren. Ja. Ist halt schon irgendwie interessant. Keiner von euch Vieren war irgendwie mal in Eastern bis kurz vor Schluss. Ja, es lohnte sich auch nicht, ne? Also ich meine, mit Glove und Flöte bei Zaha, es lohnt sich halt einfach nicht. GG's, Titos. GG's. GG. Wart ihr früh in Eastern? Keiner von uns Vieren war in Eastern. Wir haben nicht einen einzigen Fuß nach Eastern reingesetzt. Haben wir auch das schon zu hören bekommen. Ascent war gerade wirklich der Erste. Ja. Willst du wissen, wo die Bögen sind, Titos? Erzähl. Obo und Waterfall. Alter, Ascent findet so früh die Flippers und guckt halt nicht nach. Hey, wir haben uns schon so ein bisschen gefragt, warum. Ja, dass er nach Ice Palace hätte er halt mal eben spiegeln können und nachgucken können, aber gut. Irgendwie war es auch ganz witzig, wir hatten die Flöte und Magno war so, soll ich Waterchecks machen? Und ich meinte so, ja, wir haben ja 500 Rupees, wenn du das kombinierst. Und hat er irgendwie aber nicht gehört oder ich hab's schlecht gesagt, weil Dropdown Hyrule Castle waren ja 300 mit Hooli Hand 255 oder 245, was auch immer. Hat man ja genug. Und dann meinte, ich check das jetzt trotzdem, ich mach wenigstens Wasserfall und Hobo. Also, ich hab hier zwei Bögen gefunden. Der gute, no way, dass die Gegner das nicht finden. Ich hab dann auch super Early Desert gemacht, bevor ich in Kakariko irgendwie Schwerter oder irgendwas gelootet hab. GG Ascent auch nochmal? Yo, GGs. Was, Bögen? Bögen? Wo Flippers? Flippers Bombos Tablet. Ja, das hast du schon gehört, aber Bob, das Buch war ja ekelhaft. Hyrule Castle Smoky habe ich leider tatsächlich vergessen, wo der war. Skullwoods lag der auf der linken Seite. Oh, Skullwoods habe ich richtig reingekackt. Also, sorry, aber ich bin rein, mach die Map-Chest auf, vergesse die Big Chest, wo der Smoky drin ist, drop links rein. Ich kann ja doch mal in die Dark World gehen. Ja, GG. Oh no. Wäre einfach ein Smoky gewesen. Wer war von euch Pendant und wer Crystal? Ich war Pendant-Player. Wir waren sehr spät. Also ich habe die ganze Overworld-Tür gemacht. Er hat deshalb sehr früh abgeschlossen. Er war dann halt eben in GT. Da war ja nur der Thiefstone Wiki, der möglicherweise interessant war. Ich habe dann in der Overworld-Tür aber halt die Thiefstone Map gefunden, wusste halt, es ist ein Crystal. Und habe dann halt einfach wirklich die ganze Clockwise-Runde gedreht bis Catfish. Und habe dann Ice Palace gespielt und da die Firewall gefunden. Und jetzt hat Magno halt den Somaria dann in Thiefstone gecallt. Da wussten wir noch nicht genau, ob es Swamp oder Turtle Rock Pendant ist.
Und dann war auf dem Meyer-Boss war der Swamp. Ich weiß nicht, ob da lag eine Map auf Floating Island, die haben wir nicht eingesammelt, falls das die Turtle Rock Map war. Wir auch nicht. Und hier auf Desert, ach nee, Soraledge lag auch noch eine Map. Ja, stimmt, hat man auch gecallt. Ja, Swamp Map war auf Meyer-Boss. Und ab da wussten wir es. Aber da war schon hier Ja, genau, same. Deswegen, dann habe ich gesagt, okay, dann spiele ich GT into Thiefstown, into GT, into Turtle Rock und hoffe aufs Beste, weil es war auch nicht mehr so viel offen. Magno, wir hatten jetzt am Ende effektiv noch offen Zora, Eastern Palace, so wie ihr anscheinend, und man hätte noch beide den Key in Desert machen können, das habe ich tatsächlich nicht gemacht, als ich da war. Ich habe den Key geklaut, da war ein Castle Tower Small drin. Ah, okay. Ja, genau, die Kiste fehlt uns noch, die zweite CT Small Key, sonst haben wir, glaube ich, fast alles gemacht. Ja. Als kurz zur Erklärung, also Essend hat mir gesagt, wo ich gecallt habe hier, die Motte hat ein Crystal, er wäre im Gore-Mode. Und dann habe ich das auch nicht hinterfragt zu dem Zeitpunkt. Deswegen hat er dann nach Ice Palace gespiegelt und wollte seine Crystals abschließen. Hey. Ja gut, im Endeffekt war für euch der Swamp Key in Eastern noch so das Beste, was kommen konnte, weil der euch zumindest wieder einen aufgemacht hat. Naja, ohne Flippers macht ihr vorher nichts auf. Ja. Wie Flippers hattet ihr vorher, oder? Ja, ganz, ganz früh. Ja. Ganz der früh. Ja, auch relativ früh. Aber der hasst halt eben Bombos. War auch nie da unten, glaube ich. Absolut. Ich war nie da unten, ne. Nee. Und das passte halt einfach. Ist mit den ganzen südlichen Checks halt quasi verbunden. Also Hype Cave, Bombos Tablet, K45. Also da muss ich sagen, warst du der Hyrule Castle Starter, Ascent? Nee, das war ich. Nee. Also ich habe halt bei Linkshaus die Bomben auf dem Hookshot nicht gecheckt. Also ich habe den Sandpress nicht gecheckt, deswegen waren wir erst spät in Hyrule Castle Front. Und war Magno da halt da, als er sich den Hookshot geholt hat. Ich habe am Anfang nach dem Wald... Halt das Buch und er war tendenziell schon eher der Crystal Player today und ich, weil wegen des Buches halt, dann, das wussten wir zu der Zeit natürlich noch nicht, aber ich hatte dann halt einfach, wie gesagt, die ganze Staubsaugerrunde gedreht und einmal im Kreis wirklich alles mitnehmen können mit Mirror, mit Boots, Flöte, Bookshot, das war ja eigentlich ziemlich nice, aber ja, hätte auch in alle Richtungen schießen können. Eastern Palace war natürlich witzig, dass hier alle vier das hassen, finde ich sehr gut. Nee, also normalerweise gehe ich da immer durch, aber dadurch, dass da bei Saha ein Handschuh plus Flöte lag, hast du, du kommst da schnell wieder hin, ne? Eben, safe, gleicher Call. Also es war das erste Mal, dass ich nicht in Eastern Palace war, glaube ich, im Early Game. Außer Magno called halt irgendwie Eastern Palace Bicky in Sanctuary oder in einen Bogen oder so, dann schieben wir es meistens auf, in der Hoffnung, dass das andere Item kommt. Ja, keine Ahnung. Ist ein wilder Modus. Ja, es war halt auch irgendwie vom Seed her, der hat ja echt sehr früh die komplette Map aufgemacht. Gefühlt nach 20 Minuten war ja fast jeder Check eigentlich erreichbar. Was die Overworld angeht. Hier ist Hammer mit Mirror Boots. Bitteschön. Genau so war's. Das Interessanteste war eigentlich die ganze Zeit, dass wir einfach null Pod-Keys hatten. Wir hatten irgendwie drei Early und dann kamen keine mehr. Und Pod hat dann effektiv halt Eis gelockt, glaube ich, von den beiden Small Keys her. Was in den anderen 6er-Checks drin war, wissen wir gar nicht, weil wir haben nie Harmless Hallway und Vanilla Big Key Chest aufgemacht. Ja, da wollte ich auch fragen, dass du... Magno hat den ja einfach durch die Mitte ausgegeben, den einen Key, den er hatte. War das schon, weil die anderen halt doch in der Logik weit hinten gelockt sind, oder war es einfach wegen Tempo? Also die Sache war, er wusste halt, also wir hatten zu der Zeit den Thiefstone Map noch nicht, aber er hatte den Thiefstone Bicky, er hatte dann de facto zwei Crystals, die er safe machen konnte da zu der Zeit, also wären es dann schon drei gewesen. Meyer Bicky hatten wir, glaube ich, auch gefunden. Ja, hatten wir vorher, glaube ich, in Desert. Und dann hat sich, ich war eigentlich ein bisschen so, ich hätte gerne gehabt, dass du erst Thiefstone spielst, by the way, aber das war eigentlich ganz gut. Ich habe dann ja, wie gesagt, die Map, glaube ich, in Kings Tomb gefunden. Und dann war Magno so, okay, dann mache ich halt hier vorne auf und wenn du nochmal hier hinkommst, dann, wenn ich da nochmal hinkomme, kann ich ja die anderen Sachen machen. Ich habe dann irgendwie noch auf den vierten Portsmolki gewartet, bevor ich überhaupt mich dahin bewege, aber der kam ja irgendwie nicht. Die müssen ja irgendwie in Swamp liegen oder so. Swamp Boss hatte auf jeden Fall einen Smolki für Bot. Ich und der Desert Small war in der großen Truhe. Ich weiß nicht, warum ich darauf geklickt habe, aber... Mit Eastern Palace, Bomb Smoky und Bombos auf dem Buch, dann Hyrule Castle aus Skywars, ja, dann war das auch relativ früh in der Sphäre wahrscheinlich. Meine Idee war, ich habe alle Checks mitnehmen können, die bis zu vier Keys gelockt waren. Und wenn ich noch zweimal mehr über die Bolog-Seite gegangen wäre, hätte ich einen einzigen Check mehr bekommen. Das war es mir nicht wert.
Also ich hätte einen Sechser-Check bekommen für zweimal über die Bowlock-Seite extra laufen. Einmal bin ich ja sowieso. Okay. Underdog-Play, wenn man wirklich One-on-One spielt gegen einen richtig starken Key-Sanity-Spieler und das weiß, kann man sowas im Pot mal pullen. Aber andernfalls verliert man halt genau die Zeit, die es kostet, da nochmal hinzulaufen. Von daher äquivalentisiert sich das dann wieder. Und Potsmolky ist gar nicht so oft auch einfach mal nasty in Key-Sanity als mögliche Teil einer Gumbo-Chain oder so. Ja. Ich hatte den Sumaria gecallt und Broga den Fire Rod und dann waren wir beide so, super, jetzt hab ich noch nach GT und ich darf jetzt noch nach Eis. Du durftest immerhin mit Sumaria und Smolkies da rein. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Fire Rod Titos. Ich war so, oh, wenn Titos möglicherweise da schon drin war oder Ascent, dann haben die Early Fire Rod. Wenn Skywars jetzt ein Pendant ist, dann finde ich die gleich, aber da war mir eigentlich schon fast klar, dass... Ich habe den gleichen Blödsinn wie du gespielt, die ganze Overworld-Tour, habe vorher noch Maya gedippt und Big Chest vergessen und das ist nicht so viel. Also war der größte Unterschied eigentlich, dass Ascent die Bögen wahrscheinlich nicht hatte, nehme ich an. Und halt eben, ja. Ja, komplett bogenlos abgeschlossen. Der Eastern Palace Biki war, glaube ich, eben übrigens auf dem Trinix? Auf Trinix, ja. Ja, auf Trinix. Also auch eklig. Ich habe doch überlegt, vor Ice Palace Sequence Break, dass ich hoch zu Hobo schwimme, habe es aber nicht gemacht. Das ist ich glaube, das wäre da close zu unseren Gunsten ausgegangen. Ich wollte ganz am Anfang ein bisschen Zeit kaufen, indem ich einmal den Waterfall check. Das sind ja zwei Checks, die man einfach machen kann. Ich weiß nicht mehr ganz genau warum, aber ich wollte ein ganz bisschen Zeit kaufen, damit ich noch abwarten kann, was Broga da und da findet. Und dann war das. Du hast mir geschimpft, dass ich den Bottle Merchant nicht erst bezahlt habe. Ja. Ja, aber ich hatte, als ich die Flöte hatte und Save and Critted habe, hatte ich 86 Rupees und ich war so, okay, wenn ich Rupees brauche, dann hätte ich die jetzt gerne aus Back of Escape und dann aktiviert Broga die Flöte. Okay, jetzt bin ich auch vorbei. Aber egal, kann man ja wieder hinflöten. Ja, ich wollte nur sagen, mit dem Bogen hätte es wahrscheinlich wirklich, wenn man dann durch Eastern statt durch Swamp gegangen wäre, hätte es nochmal eine ganz andere Drehung bekommen können. Ja. Ich meine, man muss ja nach Eastern gehen, um nach Swamp gehen zu können. Hättest du Pot denn abschließen können dann? Hattest du alle Pot-Keys ausgegeben? Er hatte sich einen übrig gelassen. Einen übrig gelassen, ja. Ah, also ja, ich habe nur hinten alles gecheckt, alles was mit einem Key waren, über die Bowlock-Seite erreichbar war. Wir waren wirklich erst ganz am Ende, das erste Mal in Pot. Ja, ah, okay. Also er wäre niemals quasi auf die Suche gegangen im Pot nach Items, er wäre straight zum Boss und hätte nur zwei Keys gebraucht und die hatte er. Ja, notfalls nur einen, ja. Aha, die Pot-Dodger. Oh, wir sind die EP-Dodger. Sehr gut. Da war halt immer so viel anderer Kram offen, weißt du, dann hier der mit Sumaria Fire-Rod. Da wollte ich unbedingt nach TA reingehen. Ich meine, beide Bögen waren Flipperslock. Das war von der Logik her, okay, Pot hat keine Small Keys, die beiden Bögen sind Flipperslock, wir müssen irgendwo Flippers liegen lassen haben. Die können auf Zora liegen, die können, keine Ahnung, wir haben vielleicht einen Desert Small Key irgendwo liegen lassen, der in Swamp die Flippers auf der rechten Seite lockt. Die können auch einfach nur in Eastern Palace ganz normal flat drin liegen, aber vielleicht brauchen wir sie ja nicht. Und als dann halt in der Call kam, dass Swamp ein Crystal ist, war ich dann halt, okay, ich spiele jetzt einfach volle Kanne auf Turtle Rock. Ich musste ja sowieso Turtle Rock spielen. Also wir hatten halt warum nicht? Ich hätte das Portal safen können und nach dem Portal hätte ich Eastern Palace auch gespielt, wahrscheinlich. Wir hatten ja nur noch blöde Checks, die beiden Buchchecks, die ich dadurch quasi verkackt habe. Und halt so eklige One-Offs und oder Eastern Palace oder Turtle Rock. Und Turtle Rock kann man, ich glaube, ohne Ice Rod kommt man an 11 Sachen ran, ne? Ja, dann. Beziehungsweise an 10 ohne Lava Chest. 10 und dann Safe Scam oder halt Portal Safe, je nachdem. Ja. Tja, dann würde ich mal sagen, hast du noch Fragen, Seafade? Fragen soweit nicht mehr. Alles geklärt. Weil dann würde ich mal die letzten Worte an unsere Runner übergeben. Ja, also danke fürs Race, Titos und Ascent. Wir spielen jetzt, glaube ich, gegen die Rendu-Haschknabbers da aus den südlichen Landen. Die haben uns in der Vorrunde einmal verhauen. Da können wir uns dann hoffentlich durchsetzen und Titos und Ascent stolz machen. Dafür dürfen Ascent und Titos aber wahrscheinlich in einem vielleicht inoffiziellen oder offiziellen Spiel um Platz 3 noch, wer sind die beiden? Herr Bu und Ozora verhauen. Toxic Couple. So, aber sonst von meiner Seite danke für den Restream, danke für die ganze Mühe, danke fürs Tracking, danke besonders an Nervendolch heute, der, glaube ich, im kranken Zustand getrackt hat, wenn ich es richtig gelesen habe.
Und sonst Küsschen aufs Nüsschen. Bye, bye. Jo, vielen lieben Dank für den Restream. Allen Beteiligten, Dankeschön. Ja, ich denke, es wird schon alles da. Danke für den Restream, danke fürs Match, viel Erfolg im Finale und einen schönen Abend. Ja, auch von meiner Seite danke fürs Aufsetzen und an die ganze Crew, die hier beteiligt war. Magno Brugger, GG's nochmal, viel Erfolg im Finale. Haut die weg. Und jo, ja, ansonsten war ein spaßiges Turnier. Gerne mehr von dieser Sorte. Ja, dann würde ich auch mal noch sagen, danke an alle Runner für das Match. Folgt denen bitte, die haben es sich verdient. Danke an C-Feld fürs Mitkommentieren. Danke an Glacian Nervendolch fürs Tracken. Gute Besserung an Nervendolch noch dazu. Und ja, wir freuen uns alle sehr aufs Finale. Und ich überlasse dann mal C-Feld die letzten Worte des Streams. Jo, dann würde ich mich auch nochmal bedanken an Fletchy, an die Tracker, an die Racer natürlich. Es war ein unheimlich spannendes Race auch. Es war schön mit anzusehen, es war ein schöner Seed. Ja, GGs an alle nochmal. Viel Glück an die Finalisten. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Abend und würde sagen, man hört sich, macht's gut. Schönen Abend noch. Tschui. Ciao.